Tür schließen schnell. Ich muss mal gucken in der Ausrüstung, ob ich nicht vielleicht, wenn ich vielleicht auch eine Schallgedämpfte nehmen kann. Wenn ich nur wüsste, wo Optionen sind. Das wird dir angezeigt, wenn du drauf zeigst. Server Einstellungen. Ah, jetzt sehe ich es auch. Nee, sowas gibt's hier leider nicht. Doch. Spieleinstellung, doch da oben. Was? Nee, doch nicht da. Der zweite Knopf unten von rechts, glaube ich, ist es. Da steht Abstimmung, Bildschirm anzeigen. Nächstes? Das war vor allem von links, nicht von rechts. Server-Einstellung. Weiter nach rechts? Ausrüstungsfenster. Ja, Ausrüstungsfenster. Ja, aber ich möchte den Sound runterdrehen. Ach so. Da bringt mir die Ausrüstung auch nichts. Nee, dann bei Spieleinstellung. Spieleeinstellungen wählen. Wenn ich drauf drücke, kommt irgendwie, sie sind derzeit nicht Statistiken, Bestimmungsdienst, bla bla bla. Ist mir auch egal jetzt. Sollen wir eine Runde spielen, dann machen wir die Folge zu Ende? Bei Spieleinstellungen geht das bei mir. Wollen wir es in Folgen unterteilen oder wollen wir einfach schneiden dann? Wir können erstmal so gucken, wie weit wir kommen und dann. Ja, okay. Yeah. Freeze! Ja. Gatoy, jetzt dauert's bei mir. Guck dir schon mal die Map an. Sollen wir einen taktischen Vorteil haben? Hm. Handgezeichnet, schön. Vor allem auf so einem schlechten College-Block. Was ist denn Pot? Hältst du ganz einfach so auf dem Pot? Nein. Nee, ich glaube, der Pot ist hier als WC. Spiele, Balkon und Pot. Hm. Wahrscheinlich irgendein Lagerraum. Funtime Amusements. Okay, dann hört mal zu. Ja. 9-11 erhielt einen Anruf. Ist euch das eigentlich mal aufgefallen? Ne, von wegen 9-11 und so weiter, dass ja die amerikanische Notrufnummer auch 9-11 ist. Oh mein Gott, sie haben selber verursacht. Ja. Da rennt er schon wieder vor in sein Verderben. Gott, sie schießen immer noch. Ach, das ist die Geisel, gut, dass ich die nicht getroffen habe. Runter auf die Knie. Hast du wieder einen Sprachchat gerade aktiviert mit G? Aber ich hab nichts getan. Absurd, der vorausgeht. Sag das lieber, weil ich hätte dich fast erschossen. Ich gehe voraus. Sei nicht so ungestüm. Dann gehen wir rein. Runter oder ich leg dich um. Komm. Auf den Boden und Hände hoch! Hast du ihn gesprengt? Hab ihn. Ich musste nachladen, sehr unangenehm. Hm. Polizei! Auf den Boden! Wo gehst du hin? Rauf. Ich bleib hier unten. Dreh hier meine Runde. Polizei, runter! Man merkt, das Vorgehen von uns ist alles andere als taktisch, aber ja. Passt schon irgendwie. Das war immer ein sehr unterhaltsames Let's Play, das muss ich jetzt schon mal feststellen, also. Polizei, Hände hoch! Lass locker bleiben! Nicht gib auf! Es ist Waffenfall lassen, los! Haltet sie auf! Himmel, nicht schießen! Was? Das hat es nicht geklappt. Egal. Es ist unglaublich, es ist einfach unglaublich. Da spielt man so und hat so das Gefühl, ach,
eigentlich läuft's ja. Und dann, bäm! Ich quäl hier unten jetzt mal ein bisschen die Geisel. Oh. Polizei, runter! Auf die Knie, Blondie. Auf den Boden und Hände hoch. Auf die Knie, Blondie. Schießt dir ins Knie, Blondie. Oh. Ja. Hä? Ich habe ihr zweimal ins Knie geschossen, darauf ist sie kollabiert. Kann auch eine Salve gewesen sein. Huch, hier war aber einer verschwenderisch mit dem Handtuch. Also. Unglaublich. Nein! Hände hoch, los da! Total unterhaltsam, wie wir hier entertainerisch anspruchsvoll durch die Folge führen. Entertainerisch. Wollte mal ein Spielchen machen, echt jetzt. Ich will doch noch Fitness spielen. Polizei, runter! Hey! Mich hat gerade einer beschossen. Ah! An sich jetzt aus Kaisernass und da sieht man mich liegen. Du hast zuerst auf mich geschossen. Per 9mm MP Hintergang. Schön. Du hast mich zuerst beschossen. Ich hab gar nicht dich beschossen. Ich hab hinter dir, damit du auf mein Hey reagierst, in die Wand geschossen. Ja, sag's. Ja, du warst doch schon Kilometer weit weg. Hier ist eh kein Mensch mehr. Irgendwelche Bösewichte müssen. Entschuldigung. Ich guck mal kurz. Wir müssen Javier Arias neutralisieren, das haben wir abgeschlossen. Aber wir müssen noch entweder welche töten oder welche fesseln. Tribe. Guck mal, das ist Leica Shooter. Schade. Tribal Wars. Habt ihr auch Tribal Tattoos? Was heißt auch? Habt ihr Tribal Tattoos? Wir haben keine. Oder? Was? Hast du Tribal Tattoos? Um Gottes Willen, nein. Nee, ich auch nicht. Warum sollte man? Schreibt doch mal in die Kommentare, warum sollte man Tribal Tattoos haben? Warum steht hier ein Motorrad? Ohne Hinterteil. Aber jemand hat sich darum gekümmert, dass das Öl da nicht. Da liegt Öl. Man Bot Munchies. Free Funs? Oder was steht da unten? Free Funny? Kammerjäger. Ja. Ach, eine Dr. Pepper Flasche steht hier. Das ist aber nett. Also, nee. Wie heißt sie hier? Rear Pop. Rear Pop. Geld! Ach, hier ist Auszahlung. Die Kasse. Musste die Kasse aufmachen. Oh ja. Hä? Oh nein. Okay. Dann öffnen Sie mal hier. Zack. Mit dem Dietrich. Ich glaube, wenn überhaupt, dann sind oben noch welche. Ich kann mich aber leider nicht mehr so schnell. Ah, da ist noch eine große Tür. Ich habe schon mal überlegt, sollten wir in unsere Videos noch so einen Namenstag reinmachen. Damit man auch direkt im Video sieht, wer eigentlich gerade spielt. Just thinking. Was hat der denn da in der Hand? Ich möchte nicht, dass du Drogen in der Hand hast. Keine Drogen sind nicht gut. Der hat nichts in der Hand. Doch, bei mir schon. Guck. Wer hat ein Päckchen in der Hand? Ach, recht. Stimmt. Ich habe einfach mal auf die Hand geschossen, damit er das schön sein lässt. Er darf keine Drogen nehmen.
deine Kinder. Keiner macht Drogen. Hm. Da war ich schon, ich habe die Tür nur wieder zugemacht. Ja, warum denn? Da sieht man ja nicht, wo man reingekommen ist. Das, bevor du mich erschossen hast, war ich ja für hier unten zuständig und da, Ja, dann war es halt nicht gut für unten zuständig, wenn du die Tür zumachst. Das hatte ja den Sinn, dass man sieht, wenn... Ah, ich hab keinen Bock mehr. Hast du versucht, dich selbst zu erschießen, indem du auf den Boden schießt? Auf den Mülleimer. Nee, ich geh erstmal auf Toilette und spreng mich hin. Hier gibt's doch keine Sprengsatz, sagtest du. Nee, gibt's auch... Was? Das war... Die ist eigentlich nicht tödlich, die Stinger-Granate, also... Ja, ich hab ja auf der Toilette. Oh, guck mal, das sieht aber nett aus. Das hätte ich da gebraucht. Hast du bei dir auch die Hand im Klo? Ich guck mal kurz bei der Ausrüstung, ob ich auch... Explosivgranaten... gibt's das überhaupt? Noch eine Runde? Wieso nicht? So lustig. Also, es ja, ich habe halt nur das Problem, dass ich halt so mega laut den Spielsound habe. Ich höre dich fast gar nicht. Nicht? Hast du mich irgendwie in der Testaufnahme mal gehört? Ja. Ja, dann. Dann passt dann schon. Also, irgendwie kriegen wir das hin. Ja, ich lasse das einfach so. Dann höre ich dich. Achso, ja, das ist natürlich nicht. Ja, und weiter geht's. Bereit. Ich bin auch bereit. Jetzt machen wir hier mal for real. Ja, jetzt ist vorbei mit den Kinkalitzchen. Mit dem Testwasser. Ja. Genug der Vierlefantserei. Jetzt kommt da real shit.